Also ich bin die Martina Kleinfeld und ich bin eine Mama von einem Feierskind, der 2000 geboren wurde, 2003 erkrankt ist im August und 2011 an den Folgen von Feiers verstorben ist. Mein Sohn heißt Bernhard Sebastian. Bernhard war ein bayerischer Landbauer, so wie man kennt, also richtig mit Traktor fahren, Radlader fahren, Ski fahren. 2000 ist er geboren und 2003 erkrankt. Im August hat er einen Fieberkrampf bekommen nach einem Infekt der oberen Atemwege. Und wir sind mit dem Rettungswagen bei uns in die Klinik gekommen. Da hat er einen zweiten Atemstillstand gehabt und sind nach München ins Haunersche Kinderspital verlegt worden. Dort wurde er in ein künstliches Koma verlegt zum Schutz von seinem Gehirn. Und nach 3 Tagen wollten sie ihn das erste Mal aufwecken. Und bei jedem Hochfahren aus dem künstlichen Koma war eine bestimmte Schwelle, wo er wieder nach außen sichtbar gekrampft hat. Und dann hat man EEG gemacht und hat festgestellt, selbst im tiefsten Koma, wo äußerlich am Kind nichts sichtbar war, war das EEG ein einziger Krampf, Status EP. Nach 6 Wochen waren die ersten Schäden im Gehirn sichtbar. Ohne Erklärung dafür. Und nach 12 Wochen waren die Gehirnschäden also so massiv, dass man gesagt hat, das ist mit dem Leben nicht mehr vereinbar. Wir als Eltern konnten aber die Maschine nicht absteigen. So ist er dann also extubiert worden und so sind wir zur Reha verlegt worden. Der Professor Heinen, der damals der behandelnde Neurologe war, der war wirklich weltweit, hat der zu Kliniken Kontakt aufgenommen, die mit Epilepsie zu tun haben. Wir haben überall die Unterlagen hingeschickt, wir kriegen keine Antworten. Es gibt Mütter- und Elternforen über Epilepsie, immer wieder gegoogelt, nachgefragt. Und irgendwie bin ich auf eine Publikation vom Dr. Van Baalen gestoßen, wo er Feiers erklärt hat. Und daraufhin habe ich ihn angeschrieben und sofort zurückgerufen. Und dann hat er mich gebeten, dass ich die Unterlagen hochschicke. Und dann war das ganz schnell klar, 2009, also 6 Jahre später. Und obwohl er zu mir gesagt hat, da gibt es keine Therapie und es schaut für die Kinder echt schlecht aus, wenn sie so eine Hirnschäden haben, war das eine Erleichterung, weil ich habe eine Antwort gehabt. Das war für mich, also da sind 6 Jahre Leid zu Ende gegangen. Feiers ist eine ganz seltene, schwere Epilepsiekrankheit, die bei Kindern auftritt, die kurz vorher einen scheinbar ganz einfachen Infekt haben und dann wenige Tage später eine Epilepsie entwickeln, die nur mit Komatherapie in aller Regel zu behandeln ist. Es kann sein, dass alle paar Minuten ein Anfall auftritt, der nur kurz andauert oder der über Stunden geht. Und in der Regel entwickeln die Kinder dann eine Epilepsie, auch im weiteren Verlauf, Verhaltensstörungen und Lernstörungen. Wir hatten ein Kind, welches eben mit einem Fieber begann und dann schwere Anfälle hatte, die auch 42 Tage auf der Intensivstation war. Das war 2007. Und mit Kollegen kamen wir zusammen, wo auch einige anderen berichteten, dass sie ähnliche Verläufe hatten. Dann guckten wir in die Literatur, da wurde gesagt, ja, das ist ja eine Hirnentzündung. Da hatten wir von dem klinischen Verlauf und von den Befunden her andere Informationen. Und so, dass es dann wichtig war, dem auch einen Namen zu geben, der treffender ist. Und da das mit einem Fieber beginnt, beziehungsweise mit einem fieberhaften Infekt und dass eben so ein Zusammenhang besteht mit Epilepsie-Syndrom, kamen wir dann zu dem Schluss, dass der Begriff Feiers dieser Erkrankung viel mehr charakterisiert.
Da ich diesen Begriff eingeführt habe und eine Fallserie von 22 Kindern in Deutschland und Österreich gesammelt habe, kamen weitere Anfragen und sodass ich jetzt mittlerweile Informationen über ca. 125 Kinder habe und dann auch Rat geben kann. Der Zufall wollte es, dass wir in Kiel in der Sparkassenarena der Tag der Gesundheit war. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, bin mit einer Handvoll Bikern hin und wir wollten etwas Aufmerksamkeit erreichen. Und ich lernte in dem Zusammenhang Herrn Dr. von Baalen persönlich kennen. Und beeindruckt war ich, dass er vor mir stand und sagte, ich habe hier 26 Ordner. Und das sind alles einzelne Geschichten, die hätte ich gerne irgendwie zusammengefasst, mal in eine Datenbank. Ziel war dieses Fires Epilepsy Studienzentrum am UKSH, was Sinn macht, weil dort ein Fachspezialist sitzt. Ein Studienzentrum für eine seltene Erkrankung ist deswegen notwendig, um alle Informationen zu sortieren, zu digitalisieren, eine Datenbank aufzubauen, um das gesamte Spektrum dieser Erkrankung zu erfassen und rauszubekommen, was hilft am besten, was ist weniger hilfreich, welche Ursachen liegen dem zugrunde. Mein Name ist Pitt Horst, ich bin Geschäftsführer des UKSH Freunde und Fördervereins und ich bin unglaublich dankbar im Namen des UKSH und natürlich auch der betroffenen Patientinnen und Patienten, dass der Verein Fires Epilepsy auf uns zugekommen ist. Die Hoffnung und die Liebe, die beide da so mit reinbringen und reingebracht haben, wollten wir gerne verstärken. Da war für uns klar, dass wir unterstützen mit dem, was wir können, reichten einen Spendenschlüssel ein. Und ja, so waren wir sehr stolz, dass wir Februar 2019 die erste Pressekonferenz gemacht haben. Und in der Zwischenzeit zwischen Februar 2019 und heute, September, Oktober 2020, haben wir mit vielen Akteuren das Ziel von 50.000 Euro für das Studienzentrum erreicht. Seitens Martina Kleinfeld und Klaus Blöcker ist ein Verein gefunden worden im Süden, Sternstunden e.V., wo erfolgreich ein Antrag, den wir gemeinsam erarbeitet haben, 36.000 Euro erzielt hat. Schülerinnen und Schüler dort sich engagiert haben und tolle Beträge gesammelt haben. Andreas Mohnberg mit seinem gesamten Team zur Kieler Woche im Jahr 2019 weiteres Geld akquiriert hat. Wir mit Jan Wilms, der letztes Jahr einen verrückten Dirty Coast Run unter dem guten Motto gemeinsam gegen Fires mitinitiiert und mit unterstützt hat, wo selbst der Ministerpräsident Daniel Günther teilgenommen hat. Und all diese Spendenaktivitäten, die Sie jetzt hier auf dieser Folie sehen, haben dazu geführt und Partner, dass wir schon nach anderthalb Jahren die 50.000 Euro erreicht haben. Ein großer Dank an alle Beteiligten. Sei die Spende noch so groß, sei die Spende noch so klein, eine Gemeinschaft gefunden haben, die sich für eine seltene Erkrankung engagiert haben und hoffentlich noch viele, viele weitere Jahre engagieren werden. Also mein Wunsch wäre ein Behandlungszentrum für Fires, gerne auch hier am UKSH, wo die Eltern aufgenommen sind, wo sie familiär drinnen sind, wo einerseits Forschung, Akutmedizin, Rehabilitationsmedizin und auch Entwicklungsmedizin, die Kinder wachsen ja, die bleiben ja nicht klein, unter einem Dach ist.
Ja, die Zukunftsvision ist, dass wir hier auch nicht nur die Informationen sammeln, sondern auch die Kinder vor Ort behandeln und die bestmögliche Therapie und Diagnostik anbieten können, vor Ort hier in Kiel. Ich habe am Totenbett zu meinem Kind gesagt, dein Tod soll einfach nicht umsonst gewesen sein. Ich werde so lange suchen und forschen und Menschen miteinander verbinden, bis es irgendwann beherrschbar ist. Und ich bin letztes Jahr zum ersten Mal am Todestag an seinem Grab gestanden und hatte das Gefühl von jetzt ist alles gut.